Hallöchen, liebe Freunde, zu einer frischen Runde State of Decay. Während, wer ist das? Ist das Marcus oder ist das Maya? Ich glaube, es ist Marcus, uns hier verteidigt. Oder doch mal, es ist Maya. Ja, was gibt's denn so Neues? Wenn du auf die Karte gucken, fällt direkt auf die Enklave und ist leider zusammengebrochen. Finde ich total schade, dass sie sich nicht gehalten hat. Ich weiß gar nicht, wieso. Was es hier mal für Probleme gibt. Und es mehren sich die Aufträge, dass wir mal einen Riesenbastard erlegen sollen. Da habe ich eigentlich ein bisschen Schiss vor. Ich hasse diesen Riesenbastard. Ich habe hier eine abgesägte Schrotflinte, die ist aber eindeutig nicht die richtige dafür. Wir gucken mal, wen haben wir denn noch so? Wenn ich sie nehmen kann, wäre das eigentlich ganz cool. Dann müsste ich nur noch geraten, obwohl, Munition tanken, bitte. Munition haben wir ja mal genug, ne? Okay, dann nehme ich nämlich Maya. Maya, wenn du jetzt da runterstürzt, dann raste ich aber aus. Ja, ich dachte, ich nehme heute mal wieder ein bisschen mehr auf. Beziehungsweise liegt jetzt auch nicht so viel Zeit zwischen dieser und der letzten Aufnahme. Denn ich hatte einfach Angst. Ja, das war die pure Angst, dass hier wieder alles drunter und drüber geht. Ja, dann gehen wir erstmal wieder den nötigen Aufgaben nach. Ich hole mal eine Palette Futter aus dem Fastfood-Restaurant und dann gucken wir mal. Dann könnte ich ja eigentlich mal mich auf die Suche nach einem Riesenbastard machen. Mit Waffen sind die ja eigentlich ganz putzig, ne? Muss man ja sagen. Ja, so ein kleiner Dickie, den man dann kalt machen kann. Oh nee, schon wieder eine Horde. Hallo, Horde. Hey, 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 na, na, na. Mann, hörst du auf? Der verbeult mir alles, ja? Das ist ja ganz frech. So, Ende. Jetzt sind ja trotzdem wieder voll viele unterwegs. Junge, kannst ja gar nichts. Obwohl, ich bleib erstmal noch drin. Es ist so geil, wie die das umschmeißt. Ach, das ist so herrlich. Wenn man sonst keinen Spaß hat in so Zombie-Apokalypse, macht man halt sowas. Da sind noch zwei, ja. Nee, 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 nee. Nee, nee. Mach sie, mach ihn doch alle. Ey, hab ich mich verdrückt oder was? Ich muss gleich mal ein bisschen gucken. Meine Tastatur steht so ein bisschen schief und dann kommst du hier schon nicht klar. Und du auch? Guck mal, haben wir das doch schon fast wieder erledigt. Nachdem ich fast einen Herzinfarkt bekommen habe. Der Zombie wird noch ein bisschen brauchen. Dann durchsuche ich derweil schon mal. Ich weiß ja gar nicht, ob ich hier schon alles gefunden hatte. Hier gab es ja, glaube ich, noch andere Räume, ne? Die ich nicht durchsucht hatte. Aber sonst sieht es ja mau aus. Der Zombie hat uns verloren. Dummer Zombie. Und hier war eigentlich... Hier war doch noch Futter drin. Willst du mich verkackeiern? Ist das jetzt vergammelt? Oder wurde von anderen Leuten geplündert? Naja, wie dem auch sei. Wir kümmern uns heute ums Nötigste und dann helfe ich mal meinen Leutchen. Schwarzer Stift Tagebuchseite. Was steht denn da so drin? Wo ist denn hier einer? Hier gibt es nur den einen Eingang, ne? Wenn ich das im Auge behalte, kann mir erstmal nichts passieren. Ich dachte schon, hier ständ einer, aber das war nur der Schein der Taschenlampe. Nimm mit. I'll run this home. We'll see you soon. Aber was ist das denn? Lesen. Tag 9. Die Angriffe werden jetzt häufiger. Sie wissen, dass wir hier drin sind. Die Munition geht uns aus, aber es ist der Stress, der uns richtig zusetzt. Ich kann nicht schlafen bei all den Kreischern da draußen. Psch, 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 psch. Ich lese gerade vor, Lilly. Vasquez trifft es am härtesten. Wer diese Nachricht liest und uns mit Schussverletzungen tot auffindet, soll sich an Vasquez oder Vasquez wenden. Und hier? Was haben wir hier? Hallo? Lies doch! Ach, das ist manchmal echt komisch. Ich hinterlasse meiner Familie und meinen Freunden diese Nachricht. Alle anderen legen sie besser weg, bevor das Gift in der Tinte durch ihre Haut dringt und sie tötet. Wenn ihr es seid, keine Angst, das mit dem Gift war ein Bluff. Ich werde auf dem anderen Flussufer nachsehen, was diese Army-Schweine wissen. Wenn ich am Donnerstag nicht zurück bin, könnt ihr davon ausgehen, dass ich von Gehirnlasern der Regierung indoktriniert wurde? Indoktriniert, doch richtig. Und besser erschossen werden sollte, wenn ich auftauchte. Gibt's hier noch mehr? War das schon alles? Ich glaub, jetzt habe ich es ja durchsucht. Hier gibt's keine Nahrung mehr. Das ist auch schade. Obwohl, im Moment, eine Packung habe ich ja noch. Mehr brauche ich auch nicht. Da ist auch keiner. Jetzt lungern sie wieder vom Auto rum, ja, wie das immer der Fall ist.
Diese scheiß arbeitslosen Zombies, ja? Alle nichts zu tun hier. Na gut. Na komm schon, gib mal Gas. Der macht uns hier noch die Karre kaputt. Der verbeult noch alles. Gut, und wenn die Nahrung zu Hause ist, haben wir wieder vorgesorgt. Dann kann ich auch mal wieder einen Tag nicht spielen, ja? Das ist ja so das Wichtigste für mich. Ich brauche ja auch mal meine Auszeiten. Beziehungsweise, wenn mal die Zeit zum Aufnehmen nicht da ist, soll hier nicht direkt die ganze Bande sterben. Das wäre noch viel schlimmer. Wie läuft's? Gut. Jetzt krieg ich wieder ein Bierchen angeboten. Pass auf. Ja, siehste. Du bist so berechenbar, Lilly. Ja, aber gut. Nahrung ist da, die Moral steigt. Und dann... gucken wir mal, Freunde in Not. Ja, da will ich eigentlich gar nicht hin, aber wenn ich Pech habe, kriege ich die Mission trotzdem. Was ist denn mit der Enklave? Die hat gerade Fallen ausbereitet. Ausgelöst. Ich möchte eigentlich diese Mission machen. Die bietet sich nämlich an, weil die auf dem freien Feld ist. Ich glaube, dafür werde ich einfach mal so rumfahren. Doch, das bietet sich an. Ja, und dann müssen wir für Nahrung bald schon ein bisschen weiterfahren. Beziehungsweise, ich glaube, wir könnten noch funken. Ob wir dann irgendwas finden. Naja, egal. Kümmern wir uns jetzt nicht drum. Noch haben wir zu fressen, ja. Die können doch alle mal ein bisschen sportlicher sein. Der Pastor ist nämlich noch ziemlich fett. Ja. Der könnte mal FDH machen. Frisst die Hälfte, tut dem auch ganz gut. Dann bin ich mal gespannt, wer hier wieder so feige ist und nicht alleine auf die Jagd gehen möchte. Das ist ja immer so dieser Trouble hier. Jeder meint, er wäre hier so der Arnold Schwarzenegger der Zombie-Apokalypse. Aber wenn es soweit ist, ja, dann sind sie höchstens alles noch Programmierer, ja? So kleine Computer-Nerds. Ich habe meine Waffe in dem Spiel gesehen. Und deswegen denke ich, dass ich voll gut damit umgehen kann. So, Moment. Mal grad gucken. Ja, wir fahren am besten noch ein Stück. Hier komme ich nämlich auch nicht rein. Da muss ich mir erst meinen Weg bahnen. Wenn ich denn mit der Karre hier überhaupt reinkomme. Wir müssen aber aufpassen. Ich will nämlich nicht, dass die uns diesmal das Auto kaputt machen. Dafür ist es mir echt zu schade. Da, guck mal an. Da kommen wir rein. Gut, im Zweifel ist hier noch eine Karre. Okay. Ich komme gar nicht bis dahin. Das geht echt nicht. Man kann da nicht reinfahren. Aber ist nicht schlimm, wenn ich die zwei... Malakos hier erledigt habe. Nein, du bleibst schön liegen. So. Lass ich das Auto einfach hier stehen und dann gucken wir mal. Es ist ja nicht weit, die müsste irgendwo hier oder derjenige müsste direkt hier vorne stehen oder dort hinten. Wir werden schon verfolgt, aber ich renne jetzt einfach erstmal zu unserem Verbündeten. Das sind wir ein bisschen sicher. Ist das hier eine Obstplantage? Ja, Alan. Ach, der ist das. Naja, kein Problem. Ich gucke aber erstmal. Ist das... Das ist auch das Feld. Das gehört auch noch dazu. Ja, also auf Feldern findet man ja üblicherweise... Hängt da ein Amboss dran? Genau. In Feldern gibt es üblicherweise auch Äxte. Ganz, ganz logisch auf jeden Fall. Der ist direkt da vorne. Wir haben unsere Knarre dabei. Die können wir aber nochmal durchladen. Die ist nicht ganz voll. Ja, und dann heizt zwar dem Typen mal ein. Denn ich glaube, hier rüber kann der nicht. Nee, du kriegst mich nicht. Ohne mich. Wo haben wir ihn denn? Ach, es gibt wieder wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, ne? Zwei. Da läuft er doch schon. Komm her. Komm her. Ah, ich glaube, der ist danach immer so ein bisschen müde, kann das sein? Das hast du dir so vorgestellt. Nein, 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 fresst ihn doch nicht. Wow. Wow, der hat ihn zerrissen. Alter. Alan ist tot. Fuck. Alter. Da hat er den aber mal eiskalt zerrissen. In der Luft. Oh, der war gut.
Hä, warum hat der denn nicht... Ach, das ist ein SWAT-Zombie. Der Dicke kommt doch hier rüber. Oh, 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 oh. Da haben wir mal eiskalt jemanden verloren. Ach, es war für mich jetzt auch so ein Problem, dass hier noch so viele andere Zombies ankamen. Nein, nein. Aber ohne uns, Freundchen. Ja, es könnte noch spannend werden. Ich muss erstmal die anderen Zombies hier irgendwie beseitigen. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich mit der Waffe auch welche anlocke. Ich glaube, ich fahre ein Ründchen Auto und suche mir irgendwie eine bessere Position. Dadurch, dass hier auch noch Horn rumlaufen. Boah, nee, 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 nee. Ja, jetzt gab es wirklich mal Verlust. Damit war ja mal so gar nicht zu rechnen. Riesenbastarde sind halt doch Bastarde, ja? Muss man ja mal so sagen. Wow, ich hänge so ein bisschen fest. Puh. Puh, wir haben echt Ellen verloren. Ich kann den ja auch nicht wiederholen oder so, ne? Da fällt mir nichts zu ein. Da muss ich nur irgendwie schmunzeln. Ja, komm her, mein Freund. Maya ist ja zum Glück in Topform. Das heißt, wir kriegen... Oh, da kommt... Warum kommen denn hier so viele? So, du bist weg. Du bist weg. Oh, da kommt schon der nächste. Es sind doch so viele Zombies. Warum sind das so viele Zombies? Ja, ja, ja. Ich habe ja schon nachgefüllt. So, du noch. Und dann ist hier an dieser Stelle erstmal wieder Ruhe, hoffe ich. Ja, damit ich mich ja so ein bisschen... sammeln kann. Meine Fresse. Ist der Fett jetzt weg? Da ist er. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Komm her. Oh Gott, ey. Mann, Mann, Mann. Ja. Was mache ich jetzt mit seinen leiblichen Überresten? Die liegen da rum. Kann ich die mitnehmen? Ich meine, ich habe einen Truck, den könnte ich aufsammeln. Aber sollten wir das? Gehört sich sowas? Oder muss ich den jetzt artgerecht verbrennen, damit der nicht... ja, damit der hier nicht noch wiederbelebt wird. Das sind seine Überreste. Rucksack aufheben. Was ist denn da drin? Jetzt habe ich hier wahrscheinlich wirklich nur seine leiblichen Überreste drin oder irgendwas. Oder was er zum Zeitpunkt seines Todes bei sich getragen hat. Ach, blöd. Ja, es... Autsch. Ey, jetzt raucht die Karre schon. No. Also ich habe es ja gar nicht so auf die leichte Schulter genommen, ne? Aber vielleicht war ich doch in diesem Moment ein wenig zu unvorsichtig. Gibt's hier ein besseres Auto? An diese Aussage... Oh, das Auto ist auch nicht besser. Ich lasse in diesen unbewohnten Gegenden lieber mal noch so ein halb intaktes Auto stehen. Lebensmittel sollen sie mich verarschen? Was futtern die denn? Ich habe doch gerade noch was geholt. 17, ja? Wow, Alter, fahr nicht Auto und blätter dabei im, im Tab. Ja, ich wollte gerade sagen, sie soll sich bitte mal an diesen Satz erinnern. Dass sie in Fort Knox sitzt, wenn sie das nächste Mal rummeckert, wie schlecht sie doch geht. Hier ist noch eine gute Karre. Lass mal alle mal stehen. Kann ja nicht schaden. Aber die Hälfte der Karren ist einfach nur im Sack. Ach, ätzend. Muss ich eigentlich jetzt... Ah! Ich habe mich verdrückt. Verdammt. Ich wollte nämlich gerade mal auf die Karte gucken. Ich muss ja nicht zurück, ne? Ich könnte eigentlich direkt mal Verbündeten in Not helfen. Wenn wir danach eh zurück müssen. Alter, wir haben gerade Ellen verloren. Ellen wurde in der Luft zerrissen, wortwörtlich. Meine Fresse.
Da können wir ja froh sein. Och, Leute. Wie viele Zombies ja immer drin sind. Das geht gar nicht klar. Schluss aus Ende. Und du kommst auch nicht vorbei. Wir finishen jetzt noch ein paar hier. So, oh, jetzt hat er sich reingeglitscht. Das ist doch so ein SWAT-Zombie, ne? Das erkenne ich doch am Laufschritt. Ja, die Springerstiefel. Ich erhole mich gerade erstmal. Den Rest kann er schön alleine machen. Aber hier sind noch einige, die jetzt reingestürmt kommen. Hallöchen, na? Ah, du hast so wunderschön leuchtende Augen. Du bist mir schon beim ersten Date aufgefallen. Nur deine Küsse sind ein bisschen zu bissig. Hey, hey, hier wird immer noch vorm Tresen bedient, ja? Keine Selbstbedienung. Die sind am Tresen zusammentreten. Es ist kacke, dass die da mal erst drüber gehen. Aber naja. Finish! Na, so langsam reicht's doch mal, oder? Ganz ehrlich. Wie viele Zombies kommen denn hier noch? Kommen noch mal drei. Alter Schwede. Na gut, er kann sich ja mal um den anderen kümmern, ne? Das wäre zumindest fair. Hier soll ja jeder den gleichen Spaß haben. Man sieht nur die Augen leuchten. Komm her! Ja gut, er macht's alleine. Ich finde das manchmal ein bisschen kritisch, die Dinger irgendwie sauber zu bekommen. Ja, guten Tag. Wir haben auch Türen. Wir leben jetzt nicht gerade in der Apokalypse. Was? Wo sind denn noch Zombies? Ja, super. Jetzt kommt ja noch so eine geile Horde. Also nicht eine geile Horde. Das könnte man auch durchaus falsch verstehen. Aber das Gebiet ist doch sicher, Mensch. Zombies auf 9 Uhr. Ich glaube, wir haben mal schon später. Liegt hier drin irgendwo noch einer, den ich nicht gesehen habe? Nö. Also das ist es nicht. Aber man hört natürlich einen. Da, mein Freund. Oh, ich habe extra gedrückt, aber es hat nicht gereicht. So. Super, jetzt musste ich mich für dich nochmal beißen lassen, du Arsch. Arsch mit Ohren. Ja, dann flitz mal, komm. Ich kann ja nicht noch mehr Leute umbringen heute. Also kann ich schon, aber möchte ich nicht. Ja, Feuerwerk da drüben. Die Horde wurde gerade außer Gefecht gesetzt. Ach, hau ab. Wir verkaufen nichts. Das sind wie diese Scheibenreiniger, die es in den USA überall gibt. Ja, hältst an jeder Straßenecke. Also bis zur Arbeit hast du wahrscheinlich 10.000 Mal die Scheiben gereinigt. Und wahrscheinlich dann auch 10.000 Dollar verloren. Weil alle wollen sie immer nur einen Dollar und dann, ja. Ist auch schon das Haus weg, ja. Aber das war es wert. Meine Scheibe war immer blitzeblank. Ja, läuft gut, ne? Alan ist tot, aber sonst... Alter, wie viele? Was ist mit euch los? Nein, nein, nein. Ihr beißt... Ach, jetzt wurde ich schon wieder gebissen. Also heute ist aber auch echt... ihn zerlöchert. Ob denen das auffällt, wenn Alan tot ist? Nein, fällt nicht auf, nein. Wir sind auch nur noch zu zehnt. Wir haben noch irgendjemand verloren. Wir waren mal zu zwölft. Egal. Fällt nicht auf, nein. Aber was war denn da bitte drin? Eines gefallenen Verbündeten geborgen. Hm. Ja, das war trotzdem ungünstig. Muss ich nicht nochmal haben, ganz ehrlich. Ja, das bringt auch was. Eigentlich total sinnlos. Wir nehmen noch ein paar Schuss mit. Denn, ja, an Einfluss soll es jetzt nicht mangeln. Obwohl das gerade sinnlos ist. Weil ich nicht mehr mit ihr spielen werde. Die hat leider zu sehr drunter gelitten. Brooklyn könnten wir nehmen. Und dann, was haben wir denn für Missionen? Wir nehmen mal Brooklyn, pass mal auf. Brooklyn ist nämlich frisch. Stell dir vor, mit der wäre ich losgegangen. Dann hätte ich wahrscheinlich alle verloren. Wir haben noch zweimal Freunde in Not.
Und sonst sind wir so ziemlich arbeitslos. Naja, der will noch einen Riesenbastard suchen. Das kann ich auch erstmal drauf verzichten. Danke. Danke, danke. Hier unten ist nichts. Die wollen aufgenommen werden. So langsam könnte man sich überlegen, ob man die vielleicht aufnimmt. Das können wir vielleicht verbinden, wenn wir hier irgendwie in der Gegend nochmal einen Auftrag haben oder so. Oder zumindest hier. Dann kannst du einmal kurz runterfahren, einen schönen Abstecher machen. Wir werden hier erstmal wieder unsere Verbündeten retten und gucken, was es noch so zu tun gibt. Denn außer abwarten und Tee trinken gibt es ja im Moment nichts. Der Sergeant hat gesagt, wir sollen einfach ausharren und Vorräte sammeln. Und dann machen wir das. Und während er hier fröhlich das Schützenfest weiter feiert, weiter zelebriert, würde ich sagen, war es das für heute wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Hoffe, euch hat's gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play State of Decay mit eurem Chavo. Bis dahin, ciao.